Mein Name ist Katrunada Tedia-Sukmana, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe mich schon immer für die Medizin interessiert und daher hat mich der Bachelor an der ETH Gesundheitswissenschaften und Technologie sehr angesprochen. Mein Name ist Leo Wasecki, ich bin 19. Besonders interessiert mich Biomechanik und Biomedical Engineering, was ich dann auch im Master verfolgen möchte. Die Studenten sezieren mit Skalpell einen Oberschenkel von einem Lamm. Danach simulieren sie einen Knochenbruch, indem sie mit einer Knochensäge den Oberschenkelknochen halbieren. Bei der Realität auch ist das Ziel dieser Platte, dass sie eine Platte designen, die möglichst viel Gewicht aushält bei möglichst geringem Volumen. In diesem Kurs lernen wir mit CAD und FE-Simulationen zu arbeiten. Das CAD-Programm, welches wir momentan benutzen, hat mich fasziniert, weil es so vielfältig ist. Und ich bin richtig begeistert, was für Formen und Modelle man damit kreieren kann. Aus meiner Sicht wird es immer wichtiger, interdisziplinäre Experten zu haben, welche sich auskennen mit dem medizinischen Bereich, aber auch mit dem Engineering-Bereich. Neue Technologien revolutionieren die Medizinbranche und ich finde es wichtig, dass man daran bleibt und weiter forscht, um immer neue Lösungen für gesundheitliche Probleme zu finden. Dank der Räumlichkeiten vom Balgrist und dem Balgrist Campus können wir über 235 Studenten eine Hands-on-Experience ermöglichen und wir können ihnen zeigen, wie wichtig es ist, mit Ärzten zusammen so Studien durchzuführen.